Im Internat Lindenhof mussten dringende Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Doch leider wurden sie nicht fertig bis zum Ende der Ferien. Also mussten einige Klassen in die Burg Funkelstein umquartiert werden. Als Hanni und Nanni zum Schulbeginn dort eintrafen, waren die meisten Schülerinnen schon da. Hallo. Eine richtige Raubritterburg mit Verlies und Geheimgängen. Wir werden Burgfräulein. Und Raubritter. Raus aus dem Busch. Und wenn die überfallenen Widerstand leisten, dann zack, zack. Hanni und Nanni als Raubritter, hört euch das an. Oh, was sind das für grausame Sachen? Hey, da ist der Hilda, unsere Klassensprecherin. Hallo, Hilda. Hallo, Zwillinge. Wie geht's euch? Gut. Bobby, Jenny, Marianne und die anderen sind auch schon da. Carla, Petra und Doris. Und ob wir alle da sind? Hey, Zwillinge. Hey, Bobby, wo ist Carlotta? Weiß ich nicht. Sie wollte eigentlich bei Zeiten hier sein. Kommen eigentlich Franzi und Mary Waters wieder her? Nein, sie gehen in ihre alte Schule. Na, ist auch recht. Ich bin eigentlich nie so ganz mit ihnen klargekommen. Schade ist es um Lilo. Die passte prima zu uns. Ja, das stimmt, Doris. Hey, da kommt Carlotta. Carlotta, hallo. Hallo. Da seid ihr ja alle zusammen. Toller Kasten, wie? Da können wir einiges anstellen. Lass das niemanden hören, Carlotta. Ich glaube, wenn unsere Lehrerinnen schnallen, welche Möglichkeiten wir hier haben, dann flippen die aus. Ja. Und Mamsell, was die wohl sagt. Mamsell Doris? Was die sagt? Fürchterlich. Es spukt ganz fürchterlich. Funkelstein ist ja eine richtige Gruselburg. Sieht echt bloß die Luken da oben im Fels an. Hier spukt es Betten. Ja, es wimmelt vor Gespenstern. Die meisten Mädchen des Funkelstein-Internats befanden sich auf einer großen Klassenreise. Aber nicht alle konnten daran teilnehmen. Die Mädchen, die im Hause geblieben waren, wurden den Klassen der Lindenhof-Mädchen zugeteilt. Zu ihnen gehörte Hella Lampert. Sie bezog zusammen mit Petra und Doris ein Zimmer, doch das schien ihr nicht so recht zu gefallen. Ich nehme dies Bett hier. Und ich dies hier am Fenster. Gut, Hella, wie du willst. Wir werden uns schon zusammenraufen. Puh, als ob ich das vorhätte. Hast du eigentlich ein Lieblingsfach? Klar, Musik. Wir hier in Funkelstein halten viel von Musik und Komposition. Aber davon versteht ihr ja doch nichts. Hanni und Nanni wollten möglichst viel über die Burg erfahren. Sie sprachen mit Erna Heldorf und Tilly Wilk, zwei Mädchen, die ebenso wie Hella zur Funkelstein-Schule gehörten. Und während sie mit ihnen durch den Park schlenderten, kamen weitere Mädchen aus ihrer Klasse hinzu. Doris, Carlotta, Jenny, Elli und noch einige mehr. Ach, was ihr alles wissen wollt. Die Burg ist nichts Besonderes für uns. Naja, ihr findet sicher eure Musik interessanter als die Burg. Musik wird hier ja großgeschrieben. Warum seid ihr eigentlich nicht mitgereist? Wart ihr auch krank? So wie Hella? Nein, das hatte andere Gründe. Und in Musik sind wir sowieso schlecht. Es geht ja bei dieser Reise um Musik. Und wie ist es so in eurer Schule? Ach, ganz nett, Hanni. Wenn nur nicht so viel Musik gemacht würde. Ich spiele ab und zu Flöte, aber meistens falsch. Bei uns passiert in Musik nicht viel. Wer Stunden nehmen will, kann das tun. Nur singen müssen wir alle. Wohin führen eigentlich diese Türen und diese Gänge? Das weiß ich schon, Nanni. Zu den Ecktürmen an der Burgseite. Dahinter ist bestimmt was versteckt. Ja, dahinter wird die weiße Frau wohnen. Jede anständige Burg hat auch ein paar Gespenster. Und weiße Damen sind besonders gefragt. Richtig. Jede Burg hat ein Gespenst. Wenigstens eins. Dann müssen wir aufpassen, dass wir sie einmal treffen. Findet ihr nicht auch? Einige der Mädchen lachten über die Worte Carlottas. Einige aber blieben still. Und Elli sah richtig erschrocken aus. Ob an Gespenstergeschichten nicht doch etwas Wahres dran war? Diese Frage stellte Bobby einige Tage später laut in der Französischstunde, als die Klasse bei Mamsell eine Geschichte von einer alten Burg in Frankreich übersetzen sollte. Natürlich waren einige der Mädchen nicht gut genug vorbereitet. Mamsell, ob an diesen Gespenstergeschichten nicht doch etwas Wahres dran ist? Aber Bobby... Natürlich ist was dran. Oh, ihr schrecklichen Mädchen. Ihr seid noch genauso faul wie früher. So eine schöne Sage aus meinem Vaterland interessiert euch nicht. Doch, Mamsell, sie interessiert uns sogar sehr.
Wir haben schon gestern gesagt, das alles ist ein bisschen wie Funkelstein. Was sagst du da, Hilda? Es ist wie hier? Mit den Gespenstern? Aber ja doch, Hilda hat recht. Wir wohnen in einer Raubritterburg. Bestimmt haben hier viele Gefangene in den Verliesen gelegen und sind elend umgekommen. Weshalb sollte es da keine Gespenster geben? Das wäre doch ganz natürlich. Mon Dieu, das habe ich nicht gewusst. Warum hat Fräulein Theobald nichts davon gesagt? Stellt euch das vor. Theobald war am selben vor Gespenstern. Das ist doch bloß Gerede. Kein Mensch glaubt an Gespenster. Oh, Carla, das weiß man nie. Ich habe schon von Geschichten gehört. Ich denke da gerade an eine alte Frau, die so geizig war, dass sie sogar einen Bettler von ihrer Tür jagte. Erzählen Sie das lieber nicht, Mamsell. An Gespenster glaubt niemand und sie werden nur ausgelacht. Sonst wären doch diese Musikfotzen hier geblieben, diese Funkelsteinkünstler. Hella hatte bis dahin nur verächtlich über das viele Gerede gelächelt. Doch nun wurde sie wütend. Musikfritzen, hatte Hanni gesagt. Das sollte sie büßen. Musikfritzen, eine Frechheit. In einem Laden in der Nähe der Burg entdeckte Jenny ein kleines Heft mit dem Titel Burg Funkelstein, ein Führer durch die Schlossanlagen, Geschichte und Sagen. Triumphierend schwenkte sie das Heft, als sich die Mädchen später im Hof der Burg trafen. Hey Kinder, in diesem Heft steht alles über die Burg. Zeig doch mal, Jenny. Eine Beschreibung der Burg? Das ist ja ätzend. Was ist denn mit der weißen Frau? Steht von ihr was drin? Ich leihe euch das Heft gern. Und wer gar zu neugierig ist, braucht nur eins zu kaufen. Sag doch mal, Jenny, steht was von der weißen Frau drin? Nein, Bobby, damit ist nichts. Aber ein ähnliches Gespenst soll es ihr geben. Ein junges Mädchen in einem grün schillernden Kleid, das sich oben vom Felsen gestürzt hat. Und ein Ritter geht um, den seine eigenen Brüder ins Gefängnis geworfen hatten, weil er ihre Grausamkeit nicht belegte. Er soll fürchterlich mit seinen Ketten rasseln. Aber das ist ja toll, Jenny. Kettenrasseln lässt sich leicht nachmachen. Mhm. Morgen besuche ich Erna Heldorf. Deren Vater ist Schmied. Der gibt mir bestimmt ein paar Ketten. Willst du denn Gespenstern, Bobby? Natürlich, Carla. So eine Gelegenheit können wir uns doch nicht entgehen lassen. Eine Gelegenheit zum Gespenstern ergab sich bald. Mamsell, die Französischlehrerin, machte einen Fehler. Sie stellte der Klasse Aufgaben, die für höhere Klassen gedacht waren. Doch statt ihren Irrtum zuzugeben, brummte sie der Klasse eine Strafarbeit auf. Sie wollte nicht einsehen, dass die Klasse diese Strafe gar nicht verdient hatte. Da schworen ihr die Mädchen Rache. Hey, Jenny, sei doch leise, sonst merkt man sehr noch was. Ich lege den Zettel vor ihre Tür. Ja. Das grüne Fräulein von Funkelstein. Oh, was für eine rührende Geschichte. Ja, genau, Jenny. Das Mädchen, das sich in seiner Verzweiflung von den Zinnen der Burg stürzte. Oh. Noch heute zeigt sich das Fräulein in einem grünen Schleiergewand, damit der Schuldige in sich geht, der ungerecht bestraft. Hanni, und was jetzt? Ist doch klar, Bobby. Mamsell hat im oberen Stockwerk die Aufsicht. Sie macht also nach dem Schlafengehen noch einmal die Runde. Und dann bin ich dran, Bobby. Ich klettere zu dem Fenster dort hoch mit einem Stock, einer Taschenlampe und der grünen Kaffeedecke. Und dann, Carlotta? Wart doch ab, Bobby. Spät am Abend, als es überall in der Burg ruhig geworden war, schlich sich Carlotta aus dem Zimmer und stieg in den Turm der Burg hinauf. Die anderen Mädchen traten vorsichtig auf den Korridor hinaus und lauschten. Deutlich waren die Schritte Mamsells zu hören, die über die Gänge eilte, um nach dem Rechten zu sehen. Leise, seid leise, damit Mamsell uns nicht hört. Ach, wir sagen doch gar nichts, Hanni. Das ist Carlotta. Was ist los? Hört ihr es? Ja. Das grüne Fräulein. Carlotta spielt das grüne Fräulein. Oh nein. Das Fräulein. Das Gespenst. Wie unheimlich. Ja. Hört mal, Mamsell. Das Fräulein. Das grüne Fräulein. Ins Bett, schnell. Mamsell, kommt hierher. Tür zu, aber leise. Da ist Carlotta. Carlotta kommt zurück. Vorsicht, Carlotta. Fall nicht aus dem Fenster. Warte, ich helfe dir. Nicht doch, Nanni. Durch das Fenster hereinzuklettern, das ist wirklich leicht. Als grünes Fräulein hatte ich es da draußen viel schwerer. Schnell ins Bett, Mamsell kommt. Es ist alles ruhig. Ausgerechnet jetzt.
Warum sind die Kinder nur ruhig, wo das grüne Fräulein doch herumgeistert? Carlotta, erzähl doch mal, wie war das mit dem grünen Fräulein? Ich stand direkt dem Flurfenster gegenüber, als Mamsell dort vorbeiging. Ich habe ein paar Mal mit der Lampe geblinkt. Und da ist sie aufmerksam geworden? Ja, Mamsell kam ans Fenster und sah zu mir rüber. Darauf hatte ich gewartet. Ich habe geheult und den Stock mit der grünen Decke geschwenkt. Gute Augen hatte Mamsell ja noch nie. Nein, wirklich nicht. Mamsell fuhr sich mit der Hand über die Augen und lief weg. Sie glaubte wirklich, dass es das grüne Fräulein war. Oh, das hat sie aber selbst schuld. Ach, Mamsell glaubt wirklich an Gespenster. Ach, das grüne Fräulein. Oh, wie ist das fürchterlich. Natürlich sprach sich in Windeseile herum, dass das grüne Fräulein erschienen war, und Hella fühlte sich veranlasst, sich nun endlich an den Lindenhofmädchen zu rächen. Als sie zusammen mit den anderen Mädchen im Speisesaal saß, begann sie damit, ihre Rache vorzubereiten. Heute ist Vollmond. Zeit für die Klappermänner. Klappermänner? Was meinst du damit, Hella? Nur so eine Sage, Astrid. Ob wirklich was dran ist, weiß ich nicht. Ach, erzähl doch mal. Ja, bitte, erzähl doch mal. Wir haben wirklich keine Ahnung. Das Mädchen aus der Sechsten sah sich um. Die Direktorin war nicht im Raum. Von den Lehrerinnen waren nur Fräulein Roberts da, die still lächelte, und Mamsell, deren Miene Neugier und Ängstlichkeit verriet. Also die Klappermänner sind die Geister von jungen Bauern, die hier gefoltert worden sind, weil sie sich gegen die Raubritter gewehrt haben. Wie fürchterlich. Hella, sei lieber still. Mit ihren eigenen Dreschflegeln wurden die Bauern geschlagen. Das Klappern dieser Dreschflegel und das Gestöhne der Menschen muss sich schauerlich angehört haben. Und was wurde aus den Bauern, Hella? Die sind alle hier in der Burg gestorben, durch Folterung. Oh, fürchterlich. Wie fürchterlich. In den Vollmondnächten steigen sie aus dem Verlies und suchen nach den Rittern. Dabei klappert es, als ob Dreschflegel gegeneinander schlügen. Und ihr habt die Klappermänner natürlich schon oft bei Vollmond klappern hören, nicht wahr, Hella? Eigentlich sollten wir für Lindenhof auch längst solche Gespenster erfunden haben. Aber es gibt Leute, die daran glauben. Einige haben sie sogar gesehen. Sie haben kleine, blasse Gesichter und tragen komische Zipfelmützen. Na, dann passt gut auf heute Nacht. Ich bin leider nicht da. Ich gehe ins Kino. Honey, Bobby und Carlotta waren herangekommen. Sie ahnten sofort, dass in dieser Nacht etwas geschehen sollte, das sich gegen sie richtete. Doch Hella hatte sie bemerkt, und als sie den Raum verließen, schlich sie ihnen nach. Als Honey, Carlotta und Bobby in einem Gang stehen blieben, glitt sie hinter einen Schrank und lauschte. Hella und die anderen von der Sechsten haben was vor. Klar, sie kommen als Klappermänner, um uns zu erschrecken. Ich glaube, dass sie vom Burghof aus anrücken. Soll uns nur recht sein. Das verstehe ich nicht, Honey. Wieso sollte uns das recht sein? Weil wir uns in der kleinen Kammer neben der Eingangspforte verstecken werden. Wenn sie dann an uns vorbei sind, versperren wir ihnen den Rückweg und lachen sie aus. Gute Idee, Honey. Aber jetzt schnell in die Betten, sonst verschlafen wir. Ja, richtig. Wir können natürlich erst in die Kammer gehen, wenn die Nacht auf sich durch ist. Los, kommt. Ja, los. Als die drei weg waren, rieb sich Hella vergnügt die Hände. Denen wollte sie es zeigen. Schnell lief sie zu den anderen ihrer Klasse und sagte ihnen Bescheid. Und dann, als die Zeiger der Turmuhr auf Mitternacht zurückten und der Vollmond die Burg beschien... Leise, leise und pass auf, dass uns die Großen nicht sehen. Los! Hier ist die Kammer. Alle rein. Na, gleich kommen sie. Ich glaube, ich habe schon etwas gehört. Jenny, was ist das? Jemand hat uns eingeschlossen, Honey. Wir können nicht mehr raus. Ach, dann gehen wir durchs Fenster. Oh, hoffentlich sind es nur Gitter. Wir sitzen in der Falle. Die aus der Sechsten spuken als Klappermänner herum. Ja. Hört doch. Ja, so eine Gemeinheit. Sogar ein Gewitter haben sie auf ihrer Seite. Das hört sich ziemlich echt an. Ja. Hätten das die jüngeren Schülerinnen Angst haben? Ja. Und vor allem Mamsell. Die machen die ganze Trickkiste auf. Und wir können ihnen den Spaß nicht verderben. Warum holt uns denn keiner raus? Honey, weiß Nanny denn nicht, wo wir sind?
Doch, Bobby. Nanny weiß ungefähr, wo wir uns verstecken wollten. Ja. Aber bis sie ahnt, dass wir hier in der Klemme sitzen, können noch Stunden vergehen. Jetzt ist es vorbei. Es ist still. Die Gespenster sind abgezogen. Psst, jemand kommt. Ist jemand dort? Nanny, Nanny, bist du draußen? Bitte mach schnell auf. Ja, bitte. Jemand hat uns eingesperrt. Ja, ich sehe, jemand hat einen Riegel vorgeschrieben. Warte, ja. Puh, endlich frei. Oh Mann, das war vielleicht ätzend. Das hat Hella getan. Jede Wette. Ja, stimmt. Sie muss uns nachspioniert haben. Kommt jetzt, schnell zurück. Und leise, leise. Hella soll nicht merken, dass wir frei sind. Sie soll ruhig denken, dass wir die ganze Nacht hier festsitzen. Ja. Ich mach den Riegel wieder vor. Ach, so eine Gemeinheit, uns einzusperren. Gemeinheit schon. Aber irgendwie muss ich auch anerkennen, dass sie uns reingelegt hat. Und das ist nicht schlecht. Wir wollten sie und ihren Spuk auslachen. Und nun sind wir die Gelackmeier. Ja, da hast du recht, Hanni. Ihr seht ganz schön dumm aus. Da hocken wir drin im Kämmerlein. Eingesperrt in die Hühner im Stall. So was Doofes. Reingelegt wie die Anfänger. Aber den Spaß haben wir ihr doch verdorben. Ob Hella als Gespenst verkleidet kommt und nachzusehen, ob wir noch da sind? Vielleicht hampelt sie als Gespenst vor der Kamera rum und merkt gar nicht, dass wir nicht mehr da sind. So dran wäre sie ja. Sie ist halt ein bisschen doof. Immer nach dem Motto, der Verstand ist unser größtes Vermögen, aber Armut schändet nicht. Es war einige Tage später. Hanni, Nanni, Carlotta, Jenny, Bobby und Hilda unterhielten sich und bereiteten sich vor, um schlafen zu gehen. Meine schönen Ketten! Im Schweiße meines Angesichts habe ich sie hierher geschleppt und vor dem leeren Turmzimmer verstaut. Und ich auch, Bobby. Als ob ich mich weniger geplagt hätte. Schon recht, Jenny. Mhm. Aber eine vernünftige Idee, wie wir sie benutzen können, hast du auch nicht gehabt. Ich finde überhaupt, dass wir die Gespensterei recht lahm betreiben. Ja, stimmt, Bobby. Was ist mit euch los, Anni und Nanni? Ihr wolltet doch so viel unternehmen. Wollten wir, aber jetzt sind andere Gespenster am Werk. Und die machen den Kleinen aus den unteren Klassen und ein paar anderen Angsthasen viel zu schaffen. Ja, allerdings. Deshalb haben wir bisher nichts weiter angestellt. Ja, das stimmt. Die Kleinen waren ziemlich ängstlich. Ihr meint also die Musikmädchengespenstern? Ja, klar. Aber die haben bisher nur die Klappermänner gespielt. Stimmt. Seitdem bleiben sie ruhig. Ich weiß nicht, ob wir dem Frieden trauen sollen. Sie brüten bestimmt noch andere Sachen aus. Und da müssen wir aufpassen. Ja. Es ist doch viel lustiger, wenn wir sie erwischen und ihnen das Handwerk legen. Ja, ja, die meisten von ihnen sind schrecklich hochnäsig. Oh, ja. Sie behandeln uns nur wie geduldete Gäste. Denen schadet eine Abkühlung nichts. Stimmt. Ausgerechnet in der Nähe des offenen Fensters saßen zwei von den Musikmädchen der Funkelsteinschule. Und sie hörten mit. Lachend sahen sie sich an. Ketten vor dem Turmzimmer? Hallo! Noch am gleichen Abend verschwanden diese Ketten unter einer Falltür, von der die Mädchen aus Lindenhof nichts ahnten. Und am späten Abend darauf... Du meine Güte, was ist das für ein Wetter? Blitz und Donner kommen fast gleichzeitig. Das Gewitter ist direkt über uns. Na nun, beruhigt euch, es kann nichts passieren. Es sind ja überall Blitzableiter. Das Licht ist aus. Jetzt ist auch noch das Licht aus. Ach, das noch. Mach doch mal Licht. Oh Mann, das Einzige, was hier klappt, sind die Türen. Ach, hör bloß auf, Jenny. Mach lieber Licht. Kann ich doch nicht. Ich... Oh Mama. Es spukt. Die Gespenster kommen. Bobby, deine Ketten. Sie haben deine Ketten. Los, komm mit. Das sind die Musikmädchen. Sie wollen uns reinlegen. Ja, das sind die Musikmädchen. Die halten uns für blöd. Los, die schnappen wir uns. Die Musikmädchen hörten die Lindenhofmädchen kommen, aber sie kannten sich besser aus. Eine Falltür öffnete sich, Mädchen und Ketten verschwanden unter der Falltür und die Lindenhofmädchen blickten sich ratlos um. Ach, sie sind weg, spurlos verschwunden. Das ist doch zum Heulen. Ich schleppe die Ketten her und andere treiben Unfug damit. Unfug treiben wolltest du ja auch damit, Bobby. Sicher, Hilda. Aber es ist doch ein Unterschied, ob ich den Spaß selber veranstalte oder andere. Und die Ketten kann ich auch noch suchen. Ich muss sie ja dem Schmied zurückbringen. 3 Tage brauchten Bobby und die anderen Lindenhofmädchen, bis sie die Falltür und damit auch die Ketten fanden.
Bobby schleppte die schweren Ketten zum Schmied, wütend, dass sie alle Anstrengungen für andere unternommen hatte. Als sie am Abend zu Bett ging, war sie vollkommen erschöpft. Und dann begann es, lange und anhaltend zu stöhnen. Aber Bobby, du scheinst dir den Reinfall mit den Ketten ja sehr zu Herzen zu nehmen. So ein Seufzer. Ich? Geseufzt? Aber nie doch. Ich dachte, es wäre eine von euch. Ich bestimmt nicht. Also, jetzt hast du geseufzt und gestöhnt, Jenny. Ich? Bist du verrückt? Warum sollte ich seufzen? Ich habe keinen Grund. Nanu? Da, wieder. Es spukt. Oder sollte es mit den Betten zusammenhängen? Los, wir sehen nach. Hoch mit den Matratzen. Vielleicht steckt die grüne Dame drunter. Unter meiner Matratze liegt ein kleiner Luftballon. Unter meiner auch. Und wenn man raufdrückt, entweicht die Luft, seht ihr? Und das hört sich dann an wie ein Seufzer. Und hier auch. Überall. In allen Betten sind diese Luftballons. Ja, wenn man sie drückt, seufzt und stöhnt es. Du meine Güte, was macht ihr hier? Warum nehmt ihr die Betten hoch? Jemand hat uns diese Ballons ins Bett gelegt, Fräulein Roberts. Und wenn man sie drückt, stöhnt und seufzt es. Als wenn ein böses Gespenst herumgeistern würde. Nein, das ist ja herrlich. Wer kann euch diesen Streich gespielt haben? Hören Sie doch mal. Ich glaube, in anderen Zimmern ist es ebenso. Das ist ja die reinste Seufzergalerie. Ja, nur bei den Kleinen ist es still. Die wagen nicht zu lachen. Die glauben, dass es Gespenster sind, die seufzen und stöhnen. Ja, und Mamsell glaubt es auch. Bärbel Arnold besuchte die 5. Klasse. Eigentlich wusste niemand viel von ihr. Sie war meist allein und schrieb häufig, aber niemand wusste, was sie schrieb. Eines Tages wurde Bärbel zur Direktorin gerufen. Herein. Ach, du bist es, Bärbel. Hier ist ein Einschreibbrief für dich. Du musst unterschreiben. Ein Brief für mich? Unterschreibe bitte, Bärbel. Komm, der Herr von der Post wartet. Ja, natürlich. So. So. Das wär's, Herr Schmidt. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Schmidt. Toll. Was ist denn, Bärbel? Bitte lesen Sie, Fräulein Theobald. Sehr geehrtes Fräulein Arnold, mit Ihrer Kurzgeschichte Reiter ohne Kopf haben Sie an unserem Wettbewerb teilgenommen. Dabei haben Sie den 2. Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir drucken Ihre Erzählung im nächsten Heft unserer Zeitschrift ab. Anbei ein Honorarscheck über D-Mark 100. Aber Bärbel, das ist ja wundervoll. Oh. Entschuldigen Sie die Tränen. Es ist bloß die Freude. Was werden nur meine Eltern dazu sagen? Und die anderen in deiner Klasse? Ach, die finden mich doch sowieso langweilig und dumm. Na, dann müssen wir sie schleunigst vom Gegenteil überzeugen. Zeige ihnen nur den Brief. Den Scheck löse ich dir ein, wenn du willst. Ja, danke. Aber wie ich es der Klasse sagen soll, weiß ich nicht. Sieht so schrecklich nach Angabe aus. Dann überlass es mir. Moment mal, verrate vorläufig auch deinen Eltern nichts. Ich habe einen Plan. Wir geben ein Fest. Für mich? Bitte nicht. Na, nicht nur für dich allein, aber auf jeden Fall für dich. Pass auf, wir veranstalten doch jeden Sommer ein größeres Fest. Das geht in diesem Jahr nicht, weil wir nicht in Lindenhof sind. Also müssen wir ein kleines, bescheidenes Fest feiern. Und dazu laden wir nur deine Eltern ein, nicht auch noch die anderen Eltern. Nur meine Eltern? Ja, natürlich. Wir feiern im Burghof. Wir werden ein bisschen spielen und etwas essen. Ja, und wie wäre es mit Musik und einem Vortrag? Hella kann am Klavier spielen, den Vortrag übernimmst du. Du liest deine Geschichte vor. Nie, kein Wort bringe ich heraus. Ich fange todsicher an zu stottern. Ja, dann muss jemand anderes lesen. Vielleicht Hilde aus der 4.
Gegen diese Vorschläge konnte Bärbel nichts einwenden, und Fräulein Theobald schickte sie in die Klasse zurück. Es erwies sich als gut, dass Bärbel den Mitschülerinnen gleichgültig war. Nur ein paar erkundigten sich. »Hey Bärbel, was wollte Fräulein Theobald von dir?« »Nichts weiter, nichts Besonderes.« Danach fragte niemand mehr. Bärbels Eltern staunten doch sehr, als sie zum Sommerfest kamen und feststellten, dass es rings um sie herum nur junge Gesichter gab. Doch sie brauchten nicht lange zu raten. Fräulein Theobald brachte sie zu ihren Plätzen und hielt dann eine kurze Ansprache. Gleich die Direktorin was sprechen. Liebe Schülerinnen, liebe Eltern, dieses Mal ist unser Fest nicht so aufwendig und groß wie in den anderen Jahren, doch wir sind nicht in Lindenhof, sondern zu Gast auf Burg Funkelstein und deshalb müssen wir uns beschränken. Dennoch feiern wir und wir haben einen Grund dazu, denn unsere Bärbel, die dort recht verlegen sitzt, hat einen Preis gewonnen. Was ist das? Bärbel? Ein Preis? Wofür denn? Bärbel hat bei einer Zeitschrift an einem Wettbewerb teilgenommen und ist mit dem 2. Preis für eine Kurzgeschichte ausgezeichnet worden. Sie sollte es euch eigentlich selbst sagen, aber dazu ist sie zu bescheiden. Toll, Bärbel! Oh, das ist ja toll! Das hätte ich nicht gedacht. So habe ich gedacht, dass dieses Fest die beste Gelegenheit ist, es euch und Bärbels Eltern zu verraten. Natürlich bekommen wir Bärbels Geschichte zu hören. Hilda wird sie vorlesen. Vorher aber spielt Marianne etwas auf dem Klavier. Als erstes aber ein Tusch für Bärbel. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Bravo, Bärbel, das ist toll. Herzlichen Glückwunsch. Wieso spielt Marianne? Ja. Ich dachte, Hella spielt. Hella hörte bestürzt, dass Marianne spielen sollte. Die Direktorin hatte sie gebeten zu spielen, aber sie hatte sich geweigert und vorgetäuscht, ihre Hand sei verletzt. Sie dachte nicht daran, für die Lindenhofer Klavier zu spielen. Und jetzt Marianne? Na, das wird ein schönes Geklimper werden. Was konnten die Mädchen von Lindenhof denn schon? Von Musik hatten die doch keine Ahnung. Aber dann spielte Marianne. Und Hella gingen die Ohren über. Nun scharte sich alles um Bärbel, während Hella sich beschämt und voller Wut gegen die Schülerinnen vom Lindenhof zurückzog. Bärbel, das ist wirklich eine große Klasse. Seit wann weißt du von dem Preis? Seit ein paar Tagen. Du musst uns den Brief der Redaktion zeigen. Was machst du mit dem Geld, das du gewonnen hast, Bärbel? Hör doch auf, Bobby. Das ist allein Bärbels Sache. Lass Bobby doch, Honey. Wenn wir wieder in Lindenhof sind, lade ich euch alle ein. Wir machen eine tolle Fete. Oh, Bärbel, ja! Stark. Wir wissen gar nicht, dass du so super bist, Bärbel. Mamsell beteuerte immer wieder, dass niemand Angst vor Geistern und Gespenstern zu haben brauche, aber fürchtete sie selbst sich am meisten. Wenn jemand sagte, alles gehe mit rechten Dingen zu, dann war sie die Erste, die zustimmte und zugleich aber ängstlich hinter sich horchte. An diesem Abend nach Bärbels Fest hatte sie sich gerade ins Bett gelegt und war nahe daran, einzuschlafen. Was ist das? Oh nein, das ertrage ich nicht. Fräulein Wilton! Fräulein Wilton! Ja, was ist denn? Mamsell? Sie? Oh, was
gibt's denn? Es klopft. Es klopft? An der Tür? Ja, es macht immer wieder klick, klick, klick. Oder boch, boch, klick. Oh, es ist fürchterlich. Aber Mamsell, ich bitte Sie, geklopft haben Sie bei mir an der Tür. Nein, das meine ich nicht. Bitte kommen Sie mit in mein Zimmer. Ich fürchte, es ist die grüne Dame. Bitte kommen Sie. Aber Mamsell. Bitte leise, ganz leise. Und horchen Sie. Gleich geschieht es. Aber ich höre nichts. Die Geister. Da war es wieder. Aber das ist doch... Hören Sie! Es ist der Pulsschlag einer Toten. Seien Sie vorsichtig. Mamsell, Ihre Fantasie spielt Ihnen einen Streich. Das Geräusch kommt von hier, aus dem Bücherregal. Warten Sie. Oh, bitte vorsichtig. Da haben wir die grüne Dame, ja. Leibhaftig, in Form eines Bechers, der bis oben hin mit Erbsen gefüllt ist. Ein Becher mit Erbsen? Genau das, Mamsell. Jemand hat trockene Erbsen in den Becher gefüllt und dann Wasser hinzugetan. Danach sind die Erbsen aufgequollen und über den Becherrand gefallen. Und mit jeder Erbse, die fällt, macht es Klick. Ach, und ein Zettel ist auch da. Hier sehen Sie, darauf steht, alles natürlich. Oh. Alles natürlich? Alles natürlich? Oh, diese Kinder, oh, sie schlagen mich mit meinen eigenen Worten. Für einen Moment habe ich doch wahrhaftig geglaubt. Aber nein, diese fürchterlichen Kinder. An dem Tag nach dem Fest stand Hella mit Elsa und einem anderen Mädchen aus ihrer Klasse zusammen im Burghof und blickte voller Missgunst zu Hanni und Nanni hinüber, die mit ihren Freundinnen aus Lindenhof scherzten und alberten. Die Lindenhofer haben sich ganz schön breit gemacht in unserer Schule. Ein Denkzettel sollten wir denen wirklich verpassen. Du hast einen Tick, Hella. Einige von denen sind ein bisschen übermütig, aber so schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Na, das Fest war doch einfach kindisch. Du spinnst. Mir hat es Spaß gemacht. Übrigens hat diese Marianne ausgezeichnet Klavier gespielt. Findest du? Pah, sie hat sich ganz leichte Sachen ausgesucht. Ich hätte mich geschämt, so etwas Leichtes zu spielen. Hättest du? Ach, und warum hast du nicht? Sollte Fräulein Theobald dich nicht zuerst gefragt haben? Ich kann im Moment gar nicht spielen. Meine Hand ist nicht in Ordnung. Armes Kind. Hör jetzt auf, über die Lindenhofmädchen zu tratschen. Du bist eifersüchtig, weiter nichts. Wir kennen das ja von dir. In deiner eigenen Klasse stänkerst du ja auch. Sag mal, du hast sie wohl nicht alle. Wie kommst du darauf? Weil ich es weiß. Du vergisst, dass mein Bruder in deine Klasse geht. Und da hört man so einiges. Peng, das saß. Hella machte eine Kehrtwendung und stolzierte davon. Ihr Hass gegen die Lindenhofer aber legte sich nicht, sondern steigerte sich nun noch mehr. Sie musste ihnen eins auswischen, sonst würde sie zerplatzen. Der Zufall kam ihr zu Hilfe. Einige Tage später war Wandertag und bei einer Rast rutschte Fräulein Jenks ein Zettel aus ihrer Handtasche. Hella nahm ihn auf. Aber hallo, das sind ja Aufgaben für eine Klassenarbeit. Mit Lösung. Die stecke ich erst einmal ein. Hat wohl keiner gesehen. Wisst ihr noch, Tessis Party, als Erika uns verpetzen wollte? Ach ja, wir feierten im Musikzimmer. Im Musikzimmer? Habt ihr etwa Musik gemacht? Ach was, Marianne, Würstchen haben wir gebraten. Im Musikzimmer, was für ein Frevel. Lass das nur nicht die Funkelsteiner hören. Wie kann man mit der hohen Musik seinen Spott treiben? Ihr Kunstbanausen. Melde alles. Wieder diese Marianne. Hella ertrug es nicht. Sie nahm den Zettel mit den Aufgaben und ging zu Fräulein Jenks.
Ach, Fräulein Jengs, Marianne ist dieser Zettel aus der Tasche gefallen. Der Zettel? Ach, zeig doch mal, Hella. Aber das ist ja mein eigenes Blatt. So? Aber Marianne hat es doch verloren. Marianne? Ach ja. Marianne, wie kommst du zu diesem Zettel? Was für ein Zettel, Fräulein Jengs? Den habe ich nie gesehen. Marianne, Hella hat beobachtet, dass du den Zettel verloren hast. Dann hat Hella sich eben geirrt. Das soll auch einem Genie gelegentlich passieren. Ich habe schließlich Augen im Kopf. Die Klassenarbeit ist versaut, wenn Anne dir den Spicker klaut. Hella, ich mag dich. Ich bin tierlieb. Seid jetzt still. Ich möchte nur noch eins wissen, Hella. Wann hast du gesehen, dass dieses Blatt aus Mariannes Tasche fiel? Vorhin, kurz bevor wir hier lagerten. Dann ist es jedenfalls nicht in falsche Hände gekommen. Wir können die Arbeit also morgen ruhig schreiben. Mehr sagte Fräulein Jenks nicht. Doch eines war nun klar. Sie glaubte Hella nicht. Marianne verstand die Lehrerin und Hella begriff ebenfalls. Sie fühlte sich gar nicht wohl in ihrer Haut. Das war eine Gemeinheit von Hella. Das hat nichts mehr mit Streichen zu tun. Ich schlage vor, wir behandeln sie wie Luft. Wir beachten sie einfach nicht mehr. Das trifft sie am meisten. Ja, die anderen Funkesteller sind gar nicht so. Es ist nur Hella, die so gemein ist. Und so kam es. Niemand beachtete Hella und auch die Funkelsteiner-Mädchen erfuhren bald, was Hella getan hatte. Sie ließen Hella ebenfalls spüren, dass sie nicht mit ihr einverstanden waren. Das war sicherlich die härteste Strafe für sie. Dann gingen die Tage in Funkelstein zu Ende. Die Funkelsteiner Schüler kehrten von der großen Reise zurück, man plauderte und lachte miteinander und plötzlich befand man sich mitten in einem Fest. Seht doch mal, Mamsell tanzt! Tatsächlich, Mamsell tanzt mit dem jungen Lehrer da. Mamsell tanzt? Das müssen wir sehen. Ich finde es riesig, dass wir noch einmal zusammen sind. Da, seht euch den Zug an. Ritterfräulein in grünen Schleiern. Gespenster! Die Funkelsteiner machen einen Gespensterumzug für uns. Oh, Feuerwerk! Oh, ein Feuerwerk! Habt ihr das gewusst? Oh, sieht das toll aus. Oh, wie das leuchtet. Das schön. Oh, guck mal, der war toll. Oh, die Funkelsteiner. Oh, ja. Sie machen einen Gespensterumzug. Ja, mit grünen Masken. Oh, guck mal, da ist ein Einzug. Wer hätte das gedacht? Sieht euch das an, die lassen sich richtig was einfallen. Oh, toll. Bravo. Es wurde ein schönes, lustiges Fest, bei dem alle fröhlich mitmachten. Bis Dr. Hartmann, der Direktor vom Funkelstein-Internat, schließlich auf einen Tisch stieg und in die Hände klatschte. So, es tut mir leid. Aber jetzt ist das Fest zu Ende. Oh, nein, bitte nicht. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Euch Lindenhofern noch ein paar Worte ins Stammbuch, damit ihr unsere Burg nicht vergesst und ohne Grauen an die gruseligen Erlebnisse zurückdenkt. Ja, bestimmt. Ja, klar. Wird's dunkel sein in Funkelstein, dann munkeln und schunkeln durch Fenster lauter vergnügte Gespenster.